Wieso tue ich mir das an? Okay, ich wollte es ausprobieren mit 4,5 Stunden Schlaf am Tag. Oder 24 Stunden, sagen wir mal so. Und ich bin schlafen gegangen, konnte nicht gleich schlafen. Dann bin ich wieder aufgestanden, bin immer auf Toilette und so. Dann habe ich mich hingelegt und dann konnte ich aber doch recht schnell schlafen. Und noch 1,5 Stunden hat, oder 1 Stunde und 40 Minuten, weil ich immer doch noch ein paar Minuten lieber einplan, dass ich auch wirklich 1,5 Stunden dann durchgehend schlafen kann. Und ich glaube, der Wecker hat um 2.55 Uhr geklingelt. Und das war schon echt hart, weil ich mir dachte so, what? Und dann habe ich gleich das Licht angemacht. Ich habe extra das Handy weiter weggelegt. Ich hätte bestimmt sonst einfach weiter geschlafen. Hätte wahrscheinlich das Handy im Schlaf ausgemacht oder so. War zumindest ja letztes Mal der Fall. Deswegen habe ich auch Angst, dass ich wieder verschlafe. Ich war nicht so richtig da. Habe das Licht eben angemacht. Irgendwie bin ich trotz Licht einfach wieder eingeschlafen. Und war jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt, ob ich geschlafen habe oder nicht. Weil ich dachte mir so, hä, was? Und jetzt ist irgendwie 4 Uhr 52, also 2 Stunden später. Jetzt frage ich mich, ob ich gerade 2 Stunden nochmal bei Licht weitergedöst habe, ohne es zu checken. Also eigentlich weiß ich gerade nicht, wo die letzten 2 Stunden hin sind, ob ich jetzt geschlafen habe oder nicht. Ja, merkwürdig. Ich frage mich jetzt, was ich jetzt am besten mache, weil mein Freund schläft ja auch und ich bin hundemüde und ich will einfach nur schlafen. Mein Denken funktioniert nicht. Man fragt sich echt so, warum mache ich das? Dass ich mir das antue mit so wenig Schlaf, aber beim letzten Projekt habe ich es dann nur 3 Tage gemacht und habe es dann für als nicht alltagstauglich oder für mich nicht geeignet empfunden, weil ich nicht wusste, wie ich es umsetzen soll, weil ich ja verschiedene Schichten arbeite. Da ich jetzt aber immer nur Frühschicht habe und auf die Schicht einfach nicht klarkomme und einfach ultra müde bin die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, na, mein Gott, kannst nichts mehr verlieren, schlimmer kann es nicht werden. Jetzt habe ich heute frei und habe gedacht, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu starten. Weil sonst schiebe ich das wieder ewig lang vor mir her, bis ich dann anfange und ich habe es jetzt einfach angefangen. Und ich versuche es jetzt länger durchzuziehen und wenigstens mal 2 Wochen zu testen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und jetzt stehe ich erstmal auf, weil wenn ich jetzt liegen bleibe, schlafe ich wieder ein. Ach ja, das Schlimmste sind vor allem meine Augen, weil meine Augen ultra trocken sind. Ein Auge ist operiert worden und das andere wird noch operiert und beide sind aber gleichermaßen trocken. Auf einem Auge sehe ich gerade, auf dem anderen sehe ich verschwommen. Ist auch sehr, sehr komisch. Also, aufstehen hilft auf jeden Fall. Jetzt habe ich mein Auge getropft und eine Kontaktlinse reingemacht und jetzt ist es schon ein bisschen besser, weil die Augen nicht mehr so extrem trocken sind. Aber ich fühle mich einfach ein bisschen ballerballer, naja, 1,5 Stunden Schlaf, so ungefähr. Ist klar, es dauert erstmal, bis man sich daran gewöhnt und ich versuche das jetzt einfach durchzuziehen. Es ist aber so schwer, weil man sich dann fragt so, warum tue ich das? Ich könnte doch einfach schlafen, aber ich glaube wirklich, dass ich dann wacher bin. Also ich habe das ja letztes Mal schon auch gemerkt. Wir haben jetzt 5.08 Uhr und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aufstehen und essen und mich fertig machen, weil ich ja normalerweise um 6 Uhr auf die Arbeit gehe oder um 5:45 eben losgehe, ungefähr. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das gleich machen wie jeden Morgen. Aber ich habe heute frei, muss ich nicht. Mein Plan ist jetzt erstmal Wasser trinken, um die Zellen zu erfrischen, aufzuwecken, wie man das nennen mag. Wassermelone und Schreibtischarbeit, weil noch ist mir fast ein bisschen zu dunkel und kühl. Und wenn ich dann mit dem Schreibtisch fertig bin, dann gehe ich auf den Balkon, werde mich ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Ja, dazu gibt es aber auch ein extra Video. Wir sehen uns später und ich hoffe, ich schlafe nicht ein, aber ich bin noch nie im Sitzen eingeschlafen. Ciao! Hört ihr das Piepsen? Anscheinend hat ein Nachbar auch Schwierigkeiten, um die Uhrzeit aufzustehen. Der Wecker klingelt auf Turbo-Modus. Ich höre Vogelgezwitscher und ein Wecker. Übrigens, ich sehe gerade, ich habe sehr krasse Schlafringe. Ich hätte fast Schlafmaske gesagt. Ich habe ja eh schon immer starke Schlafringe, also für mich ist das eigentlich relativ normal. Es ist ein bisschen krasser als sonst. Aber klar, der Körper stellt sich um. Mal gucken, wie es dann wird.
So, da bin ich wieder. Also, nachdem das heute früh Nacht irgendwie schiefgegangen ist und ich ja eigentlich bis 3 Uhr schlafen wollte und dann erst um 5 Uhr aufgestanden bin, obwohl ich das Licht an hatte, also normalerweise stört mich jedes kleine Ding beim Schlafen, also egal ob eine Mucke im Zimmer oder eine Katze oder weiß nicht, zu viel Licht oder so, stört mich immer und dann bin ich, weil das Licht hat mich direkt angestrahlt und ich bin eingeschlafen. Also das ist schon mal das erste Interessante. Genau, dann habe ich aber versucht durchzuhalten, bin dann auch aufgestanden um 5 und habe mir dann einen Obstteller gemacht und versucht ein bisschen Herr über meinen Papierkram zu werden. Allerdings war ich eher so da gesessen, so schlafen, ein bisschen vor mich hingeglotzt und die Zeit ist recht schnell rumgegangen, ohne dass ich irgendwie groß was gemacht habe. Man muss dazu sagen, der Körper braucht auch ein bisschen, bis er sich umstellt. Und die Umstellungsphase ist normalerweise nicht so einfach. Also wäre ja auch komisch, wenn ich mein Leben lang irgendwie ein paar Stunden in der Nacht schlafe und jetzt so von zack, jetzt auf nachher plötzlich komplett meinen Schlafrhythmus umstellen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin so müde. Ich will jetzt nicht schon die 1,5 Stunden machen, weil davon habe ich ja nur 3 am Tag. Ich mache jetzt einen kurzen 20-minütigen Snap, habe dann alles dunkel gemacht, mich hingelegt und habe den Wecker auf eine halbe Stunde gestellt, dass ich so ein bisschen Einschlafzeit habe. Es ist nämlich echt schwierig, dann sofort einzuschlafen. Man hat es so im Kopf so, ich muss jetzt schlafen, weil ich habe nur 20 Minuten. Hab's aber trotzdem geschafft, recht schnell dann einzuschlafen. Ich habe mich auf meine Atmung konzentriert, habe alle Gedanken losgelassen, also quasi fast ein bisschen wie Meditation. Und habe 20 Minuten geschlafen und jetzt fühle ich mich wach. Also so, als hätte ich jetzt die ganze Nacht geschlafen, so 9 Stunden oder so. So wach, wie ich halt wach sein kann. Ich habe noch versucht, irgendwie das sinnvoll zu planen, wann ich meine Schlafphasen habe und wie viele Wachstunden ich zwischendrin habe. Und zwar so, dass ich das möglichst regelmäßig einhalten kann, was nicht jeden Tag klappt, aber ich versuche das ungefähr so beizubehalten. Jetzt werde ich erstmal Kuchen machen. Also Torte, eine rohvegane Torte, eine Snickers-Torte, so um genau zu sein. Und ein bisschen aufräumen, falls ich das noch schaffe. Und dann um 10 Uhr bis 11:30 Uhr meinen nächsten Mittagsschlaf machen. Problem ist, ich bin heute auf Geburtstag, heißt, ich bin von 14 Uhr bis 20 Uhr weg und kann da, wo ich normalerweise schlafen würde, jetzt keinen Schlaf halten. Deswegen werde ich das Ganze heute vorziehen und dann ab morgen versuchen, erstmal regelmäßig das zu machen. Jetzt haben wir gerade 9 Uhr, das heißt, ich habe jetzt 1 Stunde zur Verfügung und dann schlafe ich und dann habe ich 6 Stunden zur Verfügung. Bis dann! Es gab ein Problem und zwar im Keller stand plötzlich Wasser, also irgendein Rohr hat angefangen zu tropfen, vermutlich schon seit gestern oder vorgestern. Wir hatten erst ein Problem mit der Klospülung. Dann hat mein Freund das Wasser abgestellt, also den einen Hahn unten mal zugedreht, testweise. Und ja, ich denke mal, dass es davon gekommen ist. Problem wurde behoben, hat aber Zeit gekostet. Ich hatte noch einen Termin und musste ja noch die Torte machen. Und die war aufwendiger, als ich gedacht habe, weil online im Rezept steht 30 Minuten. Und es hat definitiv nicht gereicht. Auf jeden Fall hat das Ganze viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe es jetzt erst geschafft oder bin gerade noch dabei, der letzte Feinschliff der Torte, die Torte noch fertig zu machen. Auf jeden Fall habe ich es nicht mehr geschafft zu schlafen. Hätte eigentlich von 10 bis 10:30 Uhr schlafen sollen und das nächste Mal ist erst um 20 Uhr angedacht. Problem ist, es fehlt jetzt und ich habe ja nur. Ja, mit der Schlafphase ist ja schief gegangen, weil eigentlich waren es 1,5 Stunden heute Nacht, wurden ja dann 3 draus. Dann nach relativ kurzer Zeit eben die 20 Minuten. Seitdem bin ich jetzt wach und kämpfe mich durch. Es geht einigermaßen mit der Müdigkeit, es kommt immer so phasenweise, aber die Augen sind müde. Und da merke ich gerade, dass ich einfach so ein bisschen anstrengend und vor allem halt mit den Augen eben. Und ich denke, dass ich dann bei meiner Oma mich einfach mal zurückziehe und 20 Minuten mal auf die Couch lege und einfach meine Schlafmaske mitnehme. Wichtig war mir jetzt, dass meine rohvegane Torte fertig wird, meine Snickers-Torte, und dass ich die mit zum Geburtstag bringen kann. Okay, wir sehen uns heute Abend vermutlich. Bis dann. Tag 1 war dieses Mal wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hatte ja heute Nacht die 3 Stunden in 2 aufgeteilt, also mehr aus Versehen.
Und dann frühst die 20 Minuten Schlaf und dann habe ich versucht, bei meinen Verwandten zu schlafen, aber es war nicht möglich, ein ruhiges Plätzchen zu finden, weil einfach von überall Lautstärke herkam und ich einfach nicht einschlafen konnte. Und ich habe es auch ziemlich lange probiert, also ich habe mich ziemlich lange ausgeruht, aber erholsamen Schlaf hatte ich nicht. Und das heißt, ich war den ganzen Tag einfach ultra müde. Und dann habe ich, nachdem ich heimgekommen bin, mich um 21.30 Uhr hingelegt und Wecker auf 23.15 gestellt. Ich habe noch ein bisschen mehr Puffer noch eingebaut. Und trotz, dass ich so richtig müde war, konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Also während der gesamten Zeit, ich habe dann eine halbe Stunde, bevor der Wecker geklingelt hätte, habe ich es aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das wird jetzt einfach nächstes Mal mitschlafen. Und dann habe ich gedacht, naja, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt nicht schlafen kann. Ich habe von dem Projekt gehört, wenn man eben nicht schlafen soll, kann, nicht immer weiter probieren, sondern aufstehen, was machen und dann auf den nächsten Schlafrhythmus warten, weil dann ist man so müde, dass man normalerweise wirklich dann schlafen sollte. Und das hoffe ich jetzt auch. Es war jetzt halt sehr anstrengend, die ganze Zeit wach zu bleiben, vor allem, weil ich nachts halt nicht so viele Möglichkeiten habe, was zu machen. Ich hätte gern ein bisschen was im Haushalt gemacht, wozu ich halt sonst nicht so komme. Aber ja, mein Freund schläft und naja, Spülmaschine anmachen um die Uhrzeit oder Waschmaschine und spülen ist halt alles irgendwie laut und deswegen, ja, habe ich das jetzt nicht gemacht. Habe gerade noch Blumen gegossen, also Pflanzen auf dem Balkon mitten in der Nacht. Wir haben aktuell 2.43 Uhr. Hat man das jetzt gesehen? Ja. Also, 2:45 Uhr. Mein Plan war eigentlich so, um 3.30 Uhr schlafen zu gehen, um dann um 5 Uhr aufzustehen, weil ich dann zur Arbeit muss. Und ich wollte so spät wie möglich ins Bett, weil ich ja dann arbeite und bis ich mich dann wieder hinlegen kann, dauert's. Und es ist eh dann anstrengend genug, deswegen wollte ich es so spät wie möglich in der Nacht machen. Ich werde jetzt dann auch langsam schlafen gehen. Ich bin einfach so müde. Ich habe jetzt auch einen Schlaf- und Nerventee noch getrunken und hoffe, dass das auch noch ein bisschen beruhigt jetzt. Also vorhin konnte ich irgendwie nicht schlafen. Ich hatte die ganze Zeit einen Ohrwurm oder mehrere Ohrwürmer, die sich abgewechselt haben. Und ich bin einfach nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Und es war auch immer noch so dieser Druck da, so du musst jetzt sofort schlafen, weil du hast nur 1,5 Stunden. Und das ist dann, ja, man muss noch ein bisschen lernen, mit dem Druck umzugehen. Und man wartet halt so aufs Einschlafen. Wenn man darauf wartet, dann kommt es irgendwie nicht, weil man schläft ja nicht bewusst ein. Man kriegt ja nicht mit, so, aha, jetzt schlafe ich ein und jetzt Gedanken werden immer weiter. Ich weiß nicht, man spürt es nicht, wenn man direkt einschläft. Man ist nur einfach weg, wie wenn man eine Narkose hat, man ist einfach weg. Finde ich eh so faszinierend, das Thema Schlaf. Und ich habe eben quasi darauf gewartet, dass dieses Gefühl eintritt. Da habe ich versucht eben nicht darauf zu warten, aber es ging irgendwie nicht. Ich war einfach nur so da gelegen, so schlafen, schlafen, schlafen und es hat einfach nicht geklappt. So, jetzt gehe ich Richtung Bett und hoffe, dass ich schlafen kann. Auf den Smoothie habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, habe schon Datteln eingeweicht und jetzt ist erstmal auch Haferflocken mit rein. Erstens Ballaststoffe, zweitens hält es vom Sättigungsgefühl länger an. Ist mir auch wichtig, ich trinke ja frühs auf der Arbeit immer einen Smoothie. Ich kann frühs einfach nichts frühstücken, das ist dann mein Frühstück to go. Ein gesundes Frühstück to go. Also ich merke, dass ich richtig ausgelaugt bin, so als hätte ich in den letzten 24 Stunden gar nicht geschlafen. Es ist sehr anstrengend psychisch, sich immer wieder in Gedanken zu rufen, warum man das macht, weil es sehr einfach ist, das Ganze abzubrechen, sich schlafen zu legen und fertig ist. Es kostet wirklich sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und davon habe ich nicht sehr viel. Und das ist auch wieder ein Verlassen der Komfortzone für mich und ein Ausprobieren und mich verbessern oder mein Durchhaltevermögen zu verbessern. Und ja, das ist eben auch eins meiner Ziele bei diesem Projekt. Ich will schon allein für euch das jetzt durchstehen, aber es ist so schwer, wenn man einfach nur müde ist und einfach nur schlafen will. Gerade das Aufstehen ist das Allerschwierigste, weil meine Augen einfach wieder zufallen und ich manchmal das Gefühl habe, ich kann das nicht selbst steuern, dass ich einfach auflasse. Und ich muss auch das Handy weiter weglegen und ich habe auch trotzdem noch Angst, dass ich verschlafe. Genau. Gehen ist ansteckend, ne? Wer von euch hat jetzt mitgegähnt? Okay, es ist jetzt hier, 2.49 Uhr. Ich geschlafen.
Ein was muss ich noch sagen? Mit Essen ist noch ein bisschen, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich am besten essen soll, wann ich größere Mahlzeiten einnehmen, wann lieber Snacks. Ich habe jetzt vorhin nur mal ein Stück Biskuitrolle noch gegessen, also wirklich ganz, ganz wenig. Und mein letztes größeres Essen hatte ich so gegen 19 Uhr. Hätte also eigentlich vom Schlafen her vorhin klappen müssen, von dem Punkt her. Und jetzt habe ich auch nicht viel im Magen, aber bin jetzt auch nicht extrem hungrig. So ganz leicht, aber passt. Und mit Zähneputzen ist auch komisch, weil normalerweise putzt man früh und abends. Aber das gibt's jetzt nicht mehr so direkt. Das verschwimmt einfach alles miteinander. Und ich weiß jetzt nicht so ganz, wann ich dann immer Zähne putzen soll. Vielleicht vor meinem ersten, also ich habe ja vor, zweimal nachts zu schlafen. Oder abends, nachts und einmal spät, nachts, strich früh. Hoffe, das ist jetzt verständlich. Und dann einmal halt mittags. Und ich denke, dass ich vor dem ersten Nachtschlaf Zähne putzen werde und nachdem ich aufgestanden bin, quasi am Anfang der Nacht und am Ende der Nacht. So wie man es halt kennt. Okay, ich sollte wirklich schlafen gehen, bevor ich euch jetzt noch hier 2 Stunden voll quatsche. Danke fürs Zuhören und für eure Geduld. Ihr seid die Besten. Und ihr ertragt mich noch in dem Zustand. Ihr seid wirklich super. Bis dann. Boah, ich bin kein Mensch, ich bin nur so ein halber Mensch. Vielleicht mache ich meinen Kuchen, den ich gestern Abend angefangen habe.